Yo, yo, Leute, willkommen zum Pokémon Soul Silver Exchange. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ego hat mich in einem Telefonat rausgelassen. Ich hörte. Du hast Team Rockets Versteck ausgehoben. Ganz wie ein echter Filmstar. Aber was ist denn nun eigentlich Team Rocket? Ich fürchte, ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht. So, Erich hat aufgelegt. Und wo hat Goro uns denn rausgelassen? Ah, im Untergrund hier bei den Dingens, alles klar. Wir haben Norbert Einstein. Eigentlich das gleiche Team wie letztes Mal. Okay, alles klar. Weiß ich schon mal Bescheid. So, er hier ist besiegt. Hier mein Tipp. Achte auf die Farben der Knöpfe. Jeder von ihnen öffnet die farblich passende Tür. Ach so, okay. Ach, scheiß den alten Kackvogel an. Oder sind wir hier fertig? Ich bin mir nicht sicher. Goro hat in diese Richtung geguckt, aber es ergibt ja keinen Sinn. Hier ist eine Sackgasse. Wo wollen wir denn hin? Wo wollen wir denn hin? Wo wollen wir denn hin? Da unten? Oder da oben? Wenn ich rot drücke, gehen alle Türen hier zu. Die drüben gehen auf. Und dann grün. Okay, wartet mal. Ich überlege jetzt gerade, wo wir hin müssen. Von wo sind wir gekommen, wo müssen wir hin? Wahrscheinlich müssen wir da unten hin, ne? Das würde ja bedeuten... Ach, hier sind doch alle Türen auf, oder nicht? Ne, die sind zu. Das würde doch bedeuten, wenn ich jetzt das grüne Ding mache, dann komme ich auf jeden Fall da hinten hin, oder nicht? Jo, alles klar, das hat geklappt. Nice. Hast du dich verirrt? Nein, das kann nicht sein. Es ist keine Angst in deinem Blick. Aber das macht nichts. Ich bringe dir schon bei, was wahre Angst ist. Hör auf zu lachen, Mann. Rocket Rüpel will uns herausfordern mit einem Duflor. Zum Glück habe ich nicht Foxy vorne. Gift und Pflanze. Schnabel. Würde da ganz gut kommen, glaube ich. Oh, da muss ich aber dreimal angreifen, mindestens. Stachelspore geht zum Glück daneben, Leute. Der Schnabel trifft jedoch. Yes, sehr effektiv immer noch. Megasauger. Ja, gegen Gift ist es nicht so effektiv. Aktuell ist Norbert ja nur Gift und noch nicht Boden. Deswegen ist es jetzt noch nicht so schlimm. Und wir können dann mit Schnabel das Duflo besiegen. So, das ist sehr effektiv. Ja, ja, ich weiß. Als nächstes, oh, 700 Erfahrung, nice. Duflo, ja, komm. Da kommt Foxy nicht rein. Pflanzegift. Ja, Einstein könnte halt mit Flug auf jeden Fall für Schaden sorgen. Bleibt Einstein jetzt Teammitglied? Ich weiß es nicht. Ich habe heute schon die andere Folge aufgenommen, deswegen seitdem habe ich keine Ahnung, was die anderen gemacht haben und so weiter. Ich bin mir unsicher, wie sich jetzt die Teamzusammenstellung hier letztendlich ergeben wird. 25, ja, das hat gesessen, würde ich mal meinen. Ne? Duflo besiegt und Einstein erhält Erfahrungspunkte. Der ist auch gerade 29 geworden, scheinbar. Wie konntest du? 1000 Poké-Dollar nach Hause. Geschickt. Sehr gut. So, Lorenz, für dich habe ich jetzt nicht auch noch Zeit. Wir müssen aber gleich, glaube ich, mal lieber unsere Pokémon heilen irgendwo, wenn das möglich ist. Vielleicht steht hier irgendwie so ein Bett gleich wieder oder so. Gegen den muss ich auf jeden Fall kämpfen. Ich meine, wir haben noch Ampharos und wir haben noch Seifo, deswegen ich mache mir jetzt nicht so die großen Sorgen. Na warte, bis hier auch nicht weiter. Ich habe niemals mit einem Gegner, auch nicht mit einem Kind. Und ich nur so, Norbert, du bist dran. Hornattacke. Oh, obwohl, nee, Doppelkick. Gegen Radikal auf jeden Fall den... Oh, Radikal könnte schneller sein, ne? Ja, Tiefschlag. Unlicht gegen Gift, ich weiß es gerade nicht. Nee, haben wir überlebt. Ah, er wird es auch überleben. So, das bedeutet, Norbert ist der Nächste, der drauf geht. Ja, das ist ärgerlich. Hyperzahn, das tut weh. Na gut, Seifo. Deine Chance, hier etwas zu reißen. Und wir sollten unsere Pokémon heilen wahrscheinlich. So, Seifo ist hoffentlich schneller. Ich meine, er ist 9 Level höher. Und er macht Knirscher. Unlicht ist nicht schlimm. Ja. Dann töten wir den mal eben. Und als nächstes müssen wir mal schauen, was machen wir als nächstes. Ich weiß es nicht. Golbat. Ja, das ist eine leichte Wahl. Sean, 35 schon. Meine Fresse.
Das ist heftig. Waren wohl einige Golbats, die wir hier bekämpfen mussten. So, Kampf, Donnerschlag. Sollte das Golbat in die ewigen Jagdgründe schicken, denke ich. Wir sind sogar noch 11 Level höher. Boah, Hardcorer Sean. Nice one. Sehr gut. 879. Geil. Und wir haben ihn besiegt. Sagt er. So, gehen wir jetzt noch weiter? Ja. Mit Sean und Seifo haben wir noch zwei gute Top-Äther gefunden. Ja, hier oben marschiert einer, den schnappen wir uns mal eben. Und ich glaube, ich erinnere mich an dich, du hast mich in unserer Basis vermöbelt. Hab ich, und jetzt vermöbel ich dich nochmal, du Vollidiot. Meine Güte, was ist mit den Leuten falsch? Ein Slimer, okay. Slimer, dann würde ich sagen, Ladevorgang. Und dann Donnerschlag. Ich hoffe nicht, dass Slimer uns jetzt vergiftet. Das wäre echt doof. Komprimator. Okay. Ah, ich hoffe, dass wir mit Sean trotzdem noch ganz gut treffen. Komm schon, Sean. Yo, er trifft trotzdem. Ich hoffe, vergiften wir jetzt, wenn wir Slimer berühren? Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe nicht. Sean erhält auf jeden Fall Erfahrungspunkte. Ah, nee, Smogmog. Nee, wir können eigentlich drin behalten. Was soll schon groß passieren? Level 23. Ich versuche einfach mal so einen Donnerschlag direkt. Mal schauen, ob das schon ausreichend ist. Nee, leider nicht. Aber er ist paralysiert. Wenn wir Glück haben, greift er jetzt vielleicht gar nicht an. Ey, nice. Okay. Sean, du bist einfach nur der Oberkiller hier. Dann machen wir einen Ladungsstoß. Sehr schön. Läuft bei uns, Leute. So, damit haben wir den nächsten Gegner besiegt. 800 Erfahrungspunkte, Level 36. Alter Vater, ey. Ja, das ist auch schon mal geil. Und wir haben den Rocketrüpel besiegt. Irgendwann erwischt das alle. Und dich hat es jetzt schon zweimal erwischt. Das ist natürlich ein bisschen armselig. So, wir speichern den ganzen Spaß hier mal wieder, Leute. Und ich glaube, wir gehen sogar noch weiter. Vielleicht heilt der Dulli da vorne oder ist das schon das Ende? Das ist natürlich die Frage, ob das jetzt schon das Ende ist. So. Hier geht's hoch. Ich gehe. Ah, Mist, ich dachte, hier kann man vorbei. Okay, wir müssen gegen den nochmal kämpfen und dann gehen wir zu dem Dulli da unten. Wie bist du so weit gekommen? Nun gut, es gibt keine andere Lösung, um dich auszuschalten. Ich werde dich besiegen mit meinem Smogon. Los, Sean! Eben war es ein Smogmog. Vielleicht haben wir Glück. Mal gucken. Oh, schade. Gewissheit. Was ist das denn? Ja. Du hast mich berührt. Du bist paralysiert. Selber schuld. Ladungsstoß dann nochmal. Hätte sogar wahrscheinlich ein Tackle gereicht. Aber hey. Smogon wurde besiegt. So, 610 Erfahrungspunkte. Als nächstes Smogon. Ja, was soll's? Was soll der Geiz? Die anderen sind ja leider besiegt. Foxy und Norbert. Also, wir machen nochmal einen Donnerschlag. Mal schauen, ob wir ihn wieder paralysieren, wenn wir Glück haben. Ne, Schlammbart, okay. Sind wir vergiftet? Nein, sind wir nicht. Dann noch ein Ladungsstoß hinterher. Und Smogon ist Geschichte. So, ich weiß nicht, ob das jetzt schon der Intendant ist, den wir suchen wollten. Ich glaube, wir müssen den Intendanten suchen, oder? Du hast mir ausgeschaltet! Richtig. Das hast du gut erkannt. Mal gucken. Was haben wir hier? TM82, Schlafrede. Cool. Bla bla bla, alles klar. Intendant, ja. Wer bist du? Was? Du bist hier, um mich zu retten? Vielen, vielen Dank. Aber sag mal, was ist deinem Radioturm bloß los? Was? Dort wimmelt es nur so vor Team Rocket-Mitgliedern? Na gut, hier, nimm den Türöffner. Claudia erhält den Türöffner. Nice. Und wir haben den Türöffner bekommen. Damit solltest du die Tür im zweiten Stock aufbekommen. Bitte, du weißt ja nicht, zu was sie mit dem Sender in ihrer Gewalt fähig sind. Wenn sie in diesem seltsamen Signal auf Sendung gehen, könnten sie sogar Besitz von dem Pokémon ergreifen. Du bist die letzte Hoffnung. Du musst den Radioturm, nein, alle Pokémon der Welt retten. Okay. Schon wieder ich. Claudia.
muss alle Leute retten. Egal, nichts leichter als das. Hier haben wir noch ein Münzamulett gefunden. Sehr gut. Warum hat das dann noch gar keiner mitgenommen? Man weiß es nicht. Wo bin ich überhaupt? Hä? Können die das nicht machen? Hier, drück das Ding da weg. Los, komm! Stärke? Geht nicht? Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt geht. Ich habe wahrscheinlich kein Pokémon dabei, was Stärke kann. Aber dann sagt er doch eigentlich in der Regel so, oh, es ist kein... Wo bin ich denn jetzt? Erdgeschoss. Ach ja, ich bin im Kaufhaus rausgekommen. Okay, das wusste ich nicht, dass das auch geht. So, okay. Dann gehen wir jetzt mal eben schnell ins Pokémon Center, Leute. Und dann gehen wir wieder in den Radioturm. Ja, Team Rocket ist auf jeden Fall immer noch hier. Und dann können wir ihn besiegen, hoffentlich, den Lance oder wie der hieß. Pokémon werden erstmal schön geheilt. Und dann ist Norbert auch wieder mit am Stizzle die Bizzle. Bin ich auf jeden Fall gespannt, Leute. Ob wir das alles so hinkriegen, wie wir das uns wünschen. So, Pokémon sind wieder fit und Norbert geht es besser. Er wird uns wieder begleiten. So, Norbert, ja, der kann eigentlich vorne bleiben. Ich hoffe halt, dass Guru den behält, ne? Ich werde halt... Also aktuell muss ich ganz ehrlich sagen, das geilste Team, was wir aktuell haben könnten, meiner Meinung nach. Norbert, Laplace, Foxy, Seifo, Sean. Und ich würde halt gerne noch ein geiles Pokémon bekommen. Ich würde dann auch gerne ein Flug-Pokémon nehmen. Wie gesagt, ich habe schon Panzer-Eron in der letzten Folge vorgeschlagen. Beziehungsweise ich meinte halt Panzer-Eron. Mir ist der Name nur noch nicht eingefallen in dem Moment. Oder was auch geil wäre, Natu. Oder also, der entwickelt sich ja zu Xatu. Ist auch ein super Pokémon eigentlich später. So, hier wollen wir jetzt also weiter. Und wir haben den Türöffner verwendet und kämpfen erstmal gegen diesen Knecht hier. Wieso steht die Tür offen? Was geht hier vor? Hast du was damit zu tun? Falls ja, werde ich dir jetzt die Nase brechen. Halt, du bist ein Mädchen. Ich breche dir trotzdem die Nase. Alles klar. Mal gucken, ob dein Radikal das schafft, du Bobo, ey. Doppelkick, ne? Macht doppelten Schaden, habe ich gehört. Hyperzahn. Oh, Hyperzahn tut immer so weh. Ah, 21 geht sogar. Und der wurde vergiftet, weil er Norbert berührt hat. Tja, so schnell geht das dann manchmal radikal. Ah, okay, reicht nochmal, wenn wir einmal angreifen gleich. Das Gift kann leider nicht regeln. Ja, wenn ich jetzt irgendwie Ruckzuck-Keep oder so einen Scheiß hätte, das wäre super. Giftstachel sollte reichen, theoretisch. Knirscher, eine Unlichtattacke. Oh, Volltreffer gewesen. So, sehr schön. Radikal wurde besiegt. Norbert erhält Erfahrungspunkte. Als nächstes kommt Smogon. Wir wechseln das Pokémon. Wir holen uns Foxy rein. Foxy macht einen Flammenwurf und dann ist Smogon hoffentlich besiegt. Die ganzen giftigen Dämpfe, die um Smogon herumfliegen, dass die nicht explodieren, wenn wir den anzünden. Da hat er Glück, ey. So, Level 26. Da brauchen wir auf jeden Fall zwei Flammenwürfe, glaube ich. Bin gespannt, was Steffi gesagt hat zu der neuen Attacke. Oder ob sie gesagt hat, Granz, du Vollidiot. Ach komm, ehrlich jetzt. Das ist doch ein schlechter Joke, ne? Muss ich ja machen. Foxy kann halt nur ganz oder gar nicht. Der hat keine Attacke, die ein bisschen Schaden macht. Foxy haut immer direkt auf die Fresse. Passt gut in unser Team. So, 600 Erfahrungspunkte für Foxy. Und Level 32 für Foxy. Nice one. Und Rocket Rüpel wurde besiegt. Ich bin erledigt! Ja, das stimmt. So, einmal wieder Safe Game hier. 14 Minuten bisher ohne Probleme durchgekommen, Leute. Deswegen schnell mal speichern hier, damit wir auch weiter gut durchkommen und jetzt vielleicht den Rocket-Vorstand noch kriegen. 5,5 Minuten haben wir ja noch. So, das bedeutet, wir gehen mal nach oben. Ist das hier schon? Nee, das ist der Rocket-Vorstand da noch gar nicht. Das hier ist... Lance! Ah doch, das ist Lance! Okay. Ah, dich kenne ich doch aus dem Fleckmon-Brunnen! Dort hast du unsere Pläne schon einmal vereitelt. Ha, verstehe. Du legst es wohl darauf an, unseren Zorn zu provozieren. Nun gut, tu ganz wie du willst. Spüre die Rache eines Vorstandsmitglieds von Team Rocket.
Team Rocket Lance fordert uns heraus zum Kampf. Er hat zwei Pokémon dabei. Ein Golbat, das wird doch von Sean gleich rasiert, ey, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ja, vielleicht können wir das Viech noch vergiften irgendwie oder eine Hornattacke schwächen. Ah, okay, der Biss wird Norbert leider töten. Nun gut, dann wähle ich dich, Sean. 8 Level ist Sean noch immer höher als Golbat, deswegen hoffe ich, dass der Donnerschlag richtig auf die Fresse gibt, denn doppelter Schaden ist real gegen Golbat. Es reicht. Es reicht aus, um Golbat zu one-hitten. So muss das sein. Und es gibt schöne Erfahrungspunkte für Sean. 1000. Smogmog. Ich würde sagen, Pokémon wechseln. Fifa Foxy. Jetzt ist die Frage, soll ich ihn erstmal verwirren? Oder meint ihr, dass Smogon mich trifft? Wow, Level 33. Dass du mich derart in die Enge treibst, das hätte ich niemals gedacht. Soll ich ihn erstmal verwirren? Mal gucken. Mal gucken. Wenn er einmal sich selber trifft, dann hat er ja schon was gebracht. So, jetzt muss Foxy nur die Attacke überleben, falls es trifft. Rauchwolke. Ja, senkt nur die Genauigkeit. Das ist noch nicht so schlimm. So, jetzt könnten wir ihn noch anfackeln. Ach komm, Flammenwurf. Nein, ging daneben. Er ist verwirrt und wieder die Rauchwolke. Oh nein, Foxy, du triffst ja gleich gar nichts mehr, Foxy. Komm schon, Foxy, Flammenwurf. Nein. Ah, ist nicht mehr verwirrt. Und nochmal eine Rauchwolke, ist doch lächerlich. Jetzt mal ehrlich, das ist doch lächerlich, was der macht. Ich hol gleich Seifo rein. Ah, siehste, Foxy trifft trotzdem noch. Seifo trifft nämlich immer Leute. Schlammbad. Na, das sieht nicht gut aus. Flammenwurf nochmal. Sie trifft nicht. Doppelschlag. Reicht das aus, um Foxy zu besiegen? Ja, das reicht. Okay, Seifo trifft zum Glück immer Freunde. Und ich würde sagen, Seifo macht sogar mal eine Vergeltung dann. Wenn er jetzt am Schaden nimmt, dann macht er doppelten Schaden zurück. Und er bekommt Schaden, sehr gut. Okay, jetzt kommt die Rache von Seifo. Ich denke, Smogon ist besiegt. Smogmog. Was? Oh komm, ehrlich, ey. Ich wusste, dass es nicht effektiv ist, aber wow, das ist krass. Geowurf dann halt. Das ist ja krass. Naja, notfalls haben wir noch Sean am Start. So, und jetzt würde ich gerne nochmal einfach Karate schlagen. Ich hoffe, dass er reicht. Ich hätte Geowurf nehmen sollen. 8. Oh, Seifo könnte sogar sterben jetzt am Ende noch. Kriegt er trotzdem die Erfahrung vor, ich glaube, ne? Oder? Hoffentlich. Das wäre ja so ärgerlich, wenn er jetzt keine Erfahrung kriegt. Ja, Seifo hält 1222. Geil. Und wir haben den Vorstand Lance besiegt. Puh, Claudia gewinnt Geld. Das war jetzt ziemlich böse, muss ich ja zugeben. Und wir haben einen Hyperball gefunden, was auch immer ein Hyperball hier macht. So, okay, meine lieben Freunde. Ah, wir stellen uns hier so auf. Nein, so nicht. Warte, der soll mich angucken. So, und dann weiß Steffi genau, wo sie hin muss. Nämlich nach dort oben. Morgen geht es wie immer bei Steffi weiter. Ihr wisst doch langsam, wie es läuft, denke ich mal. Bei Goro geht es dann übermorgen weiter. Und wir sehen uns in 3 Tagen, wenn ihr mögt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und bis dahin macht ihr euch noch einen schönen Tag. Das war ein Befehl. Haut rein.